das interessiert doch niemand. Ja, hallo. Heute ein in jeder Farbe ungewöhnliches Video. Ich mache hier gerade meinen Abwasch. Und selbst das kann irgendwie ein Anlass dazu sein, ja, darüber nachzudenken, wo man eigentlich so steht. Das sind ja dann wirklich auch immer so ein paar Minuten, wo man eigentlich ansonsten über nichts groß nachdenken kann. Und vielleicht ist es auch die Sache selbst, die einen irgendwie zum Nachdenken bringen kann. Ja, wie ihr seht, ich spüle noch selbst. Ich habe noch nicht mal eine Spülmaschine. Das ist irgendwie eine von den Sachen, wo ich immer gedacht habe, für was brauche ich das? Ja, weiß auch nicht. Also ich finde Spülen jetzt nicht so schrecklich, dass man da ausgerechnet noch irgendwie sich ein Gerät für ein paar hundert Euro hinstellen muss, was irgendwie auch im Übrigen auch nur kaputt gehen kann. Also Spülmaschine habe ich nicht, ich spüle per Hand und ich muss das selbst machen. Ja, was hat das mit meinem Thema zu tun? Vielleicht gibt es tatsächlich Leute, die schon alleine diesen Umstand, dass ich irgendwie mein eigenes Geschirr noch selbst spülen muss und das noch mit der Hand, ja, dass das eigentlich so ein Anzeichen dafür ist, ja, dass ich irgendwie nicht besonders erfolgreich bin. Und ich denke mir das manchmal in schlimmen Stunden tatsächlich auch. Denn klar, wenn man erfolgreich ist, dann muss man sich um so einen alltäglichen Kram natürlich überhaupt nicht kümmern. Dann hat man entweder Leute, die das für einen machen, oder wenigstens eine Spülmaschine. Ja, aber stimmt das denn so? Also, um endlich mal wieder auf das Thema Fotografie zurückzukommen, ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir unsere Motivation für alle möglichen Sachen viel zu sehr an solchen Geschichten irgendwie festmachen und vielleicht auch an irgendwelchen schlechten Beispielen, die wir von allen möglichen Leuten vorgespielt bekommen. Also das ist natürlich eine uralte Frage und so dieses, was ist überhaupt Erfolg und wann habe ich es geschafft und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwie ein weites Feld, aber trotz allem ist es, glaube ich, so, dass man immer mal wieder darüber nachdenken sollte. Denn leider Gottes ist es ja so, dass man sich mit dieser Frage eben nicht nur selbst motivieren kann, sondern man kann sich mit derselben Frage, wenn man die sich ja irgendwie anders stellt und gerade auf dem falschen Trip ist, wirklich auch runterziehen und den besten Mindfuck aller Zeiten in irgendeiner Form mit sich selbst machen, indem man sich nämlich dann zum Beispiel bei so einer Gelegenheit, wie wenn man einfach spült, sagt, na toll, das ist jetzt wohl irgendwie nicht so erfolgreich gewesen. Aber wie gesagt, es ist doch eigentlich so, dass das Quatsch ist und dass man Erfolg wirklich an was ganz anderem irgendwie festmachen sollte, beziehungsweise ja Erfolg in irgendeiner Form auch eigentlich eher was ist, was eben eine äußerliche Sache ist. Ich meine, wie ist das bei mir jetzt zum Beispiel auch hier in Bezug auf YouTube und meine Fotografie? Es ist so, dass ich irgendwie definitiv mir vielleicht auch mehr vorgestellt habe. Also ich habe das jetzt irgendwie ein halbes Jahr im Laufen, sogar ein bisschen mehr. Habe immer noch unter 100 Abonnenten und freue mich allerdings trotz allem über jeden einzelnen von den ungefähr 70, die ich da habe. Weil ich irgendwie denke, das ist doch toll. Ich meine, 70 Leute, also wenn ich irgendwie einen Vortrag halten würde, also jetzt in echt sozusagen, da jetzt 70 Leute kommen würden, das ist irgendwie mal eine andere Frage. Also im Zeitalter von Social Media ist es ja so, dass man irgendwie sich so ganz schnell durch diese abgefahrenen Zahlen irgendwie auch einfach beeindrucken lässt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber halt auch vielleicht irgendwie fehlleiten lässt, denn also 2 Millionen Leute, die einem irgendwie zuhören bei einer Veranstaltung, jetzt mal ganz ehrlich, das gibt's nicht. Also auch 200.000, also wenn ihr mal überlegt, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, was sind das für Veranstaltungen, wo irgendwie 100.000 Leute hingehen? Komischerweise hat man das Gefühl, bei Social Media hat jeder so ein großes Publikum. Das ist natürlich Blödsinn. Also wie man das interpretieren muss, weiß ich nicht. Da gibt es vielleicht irgendwie auch Untersuchungen drüber, aber sicherlich nicht 1:1. Aber worauf will ich eigentlich hinaus?
ich glaube, es ist wichtig, wenn man irgendwie so diesen Moment hat, wo man glaubt, okay, ich bin nicht erfolgreich oder ich bin irgendwie, ja, irgendwie mit meiner Sache, die ich irgendwie tue, nicht dahin gekommen, wo ich eigentlich vielleicht mal hinkommen wollte, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen, wo man dann überhaupt steht und vielleicht auch so ein bisschen medientheoretisch zu werden. Also ihr kennt vielleicht den guten Marshall, das Medium ist die Nachricht, the media is the message, und vielleicht ist es das eigentlich auch schon, was man sich da selbst sagen sollte, nämlich schon alleine die Tatsache, dass irgendwie, ja, ich irgendwie dazu in der Lage bin, irgendwie Videos zu machen und die mit euch zu teilen, und aber auch die Tatsache, dass ihr euch die angucken könnt, das ist eigentlich schon alleine an sich irgendwie die Nachricht oder irgendwie die Sache. Und ja, solange man irgendwie so weit ist, dass man denkt, dass man was zu sagen hat, ist eigentlich alles gut. Also mehr ist eigentlich nicht zu wollen. Und letztlich ist es tatsächlich so, dass mir also von meinen geneigten Zuschauern, also da 70, die wirklich irgendwie mitkriegen, was ich erzähle, wichtiger sind als 70.000, die das vielleicht nur arg oberflächlich sich irgendwie angucken. Von daher ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich glaube, dass Erfolg nicht unbedingt sich in diesen Nummern und in diesen Zahlen widerspiegeln muss. Denn, Quantität ist die eine Sache, Qualität ist natürlich eine ganz andere. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn irgendwie die Sachen, die man macht, also seien's, also jetzt die Videos, wie gesagt, das ist jetzt ja sowieso bei mir eigentlich nur so eine mittelbare Sache. Das, worauf es mir eigentlich tatsächlich ankommt, ist die Fotografie. Und da ist es irgendwie auch so, dass es, glaube ich, nicht unbedingt, es ist eben gerade kein Qualitätsmerkmal, dass besonders viele Leute die irgendwie gut finden. Also es ist schon so natürlich, dass man sich auch freut, wenn es sich viele Leute angucken und man dann entsprechendes Feedback bekommt. Aber irgendwie diese Qualität irgendwie über die Quantität zu definieren, ist natürlich einfach keine Sache, die in irgendeiner Form vernünftig ist. Und bei mir ist es eben tatsächlich so, dass es da auch so ist, dass ich irgendwie mein eigenes Ding mache und ich mich freue, wenn da in irgendeiner Form ich ein Feedback bekomme, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so ein Mainstreaming irgendwie veranstalten möchte, weil das würde mich eigentlich von mir selbst irgendwie nur wegführen, und das kann es ja nur irgendwie nicht sein. Das vielleicht sowieso eigentlich die Geschichte, die ja Erfolg viel besser definiert als irgendwelche Nummern und Zahlen. Nämlich, ist das das, was du machen willst? Also wenn ich das mache, was ich machen will, und das irgendwie funktioniert oder irgendwie überhaupt jemanden erreicht, dann ist das doch vielleicht sehr viel mehr wert, als wenn ich irgendwas mache, was vielleicht ganz viele Leute erreicht, aber was eigentlich mit mir persönlich nichts zu tun hat und was vielleicht dann irgendwie irgendwie zur Arbeit ausartet, beziehungsweise irgendwie zur Mühe, dass ich irgendwelchen Leuten gerecht machen will. Das ist natürlich in vielen Bereichen einfach nötig und wunderbar, aber es ist eben einfach nicht mein Ansatz. Und ich finde, dass für mich Erfolg tatsächlich, Katz ist auch wieder da, dass Erfolg eben eigentlich gerade darin besteht, dass ich mein Ding machen kann und dass ich überhaupt dazu in der Lage bin, das zu machen. Jetzt sind wir also wieder da, dass ja eigentlich die Sache an sich oder das Medium die eigentliche Nachricht ist. Das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Und das ist das, was mir wichtig ist. Und ich freue mich natürlich über jeden, der mir da irgendwie zuguckt und der mir da Feedback gibt und so weiter und so fort. Aber letztlich ist es tatsächlich so, dass mir auch ganz klar ist, dass das nicht 2 Millionen Leute ansprechen wird, sondern eben nur relativ wenige. Aber das ist mir ehrlich gesagt umso mehr wert. Ja, diese kleinen Gedanken heute beim Spülen. Ich werde vermutlich noch sehr lange selbst weiterspülen müssen
Und finde das, wie gesagt, auch nicht schlimm. Also, mein Gott, was soll's. Schlimmer wäre es, wenn ich überhaupt nicht spülen könnte. Von daher auch hier wieder diese Sache. Wenn man irgendwas tut, dann überlegt mal, ob vielleicht irgendwie die Tatsache, dass ihr es tut, irgendwie schon mehr aussagt als die Sache, wie ihr es tut. Und ja, auf die Art und Weise kann man tatsächlich also auch eine gewisse Motivation aus allen möglichen Dingen herausziehen. Ja, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das dem einen oder anderen vielleicht tatsächlich motiviert hat. Und wenn das so ist, gebt mir einen Daumen. Ansonsten schaut euch auch gerne noch ein bisschen auf meinem Kanal um und gebt mir ein Abo, wenn ihr da noch mehr mögt. Ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.